nächste Reise in Deutschland, die WM. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange wie schon wie beim letzten Video, ich bin kein Fan von Frauenfußball. Ja, die Leute, die mich auf Facebook verfolgen, haben es auch schon gelesen, dass ich einige hitzige Kommentare geschrieben habe dazu. Abklatscht von Männern, finde ich mal. Ja, die Frauen wollen immer das, genau das machen, was die Männer auch wollen. So, ja, da kannst du gucken, wie du willst. Es ist einfach so, dass die Frauen halt auch die Männer sehr oft nachmachen und alles das wollen, was die Männer auch machen, tun. Ja gut, Gleichberechtigung. Aber dann ist die Berechtigung immer noch nicht, dass sie Fußball spielen. Nicht zu politisch werden, ne? Nicht zu politisch werden. 36 Grad, ich habe eine Schwellung am Unterkiefer. Was hast du? Bist du ja lachen oder was? Nee. Ja, ich habe Mumps. Ich habe einen dicken Kiefer hier. Und? Gleich ist auf. Bist du geil, ne? Sieht echt komisch aus damit. Und, was jetzt? Wie ist denn passiert? Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Bei mir ist alles ein bisschen dicker. Dein Bauch? Dein Bizeps, mein Hodensack. Also ist mega kacke damit, aber ist doch schon klar, ne? Ja gut, du siehst mega kacke aus, das ist gar kein Mumps. Shorties, like men of these in my head. Und sind die denn? Das ist eine riesen Wespe, die gleich auf jeden Fall den Nacken sticht. Sehe ich mal um. Ah, das ist meine Meinung. Kann mir keiner nehmen. Kann mir keiner nehmen. Kannst du mal nach oben Noten setzen? Hallo, so, die kann man kippen. Ich möchte gerne über Tweety reden, weil es die 18. Sendung ist. Ach stimmt, wir sind volljährig geworden. Was sagst du dazu? Was hast du mit 18 alles gemacht? Ich hab halt Blick gefüllt. Echt? Nein. 18 Jahre und es ist... Ja, was in... Feiern gegangen, nach Feiern gefahren. Es schwillt an, wenn ich mich aufrege. Genau wie das Ding da unten. Au. Ich bin ja gar gesagt. Jetzt bist du mir zu vorgekommen. Da hab ich gesagt, das sagen die Weiber zu dir bestimmt auch immer. Mumps-Katalog 2011. TKT. Bestimmt gut. Riecht bestimmt sehr gut. Fruchtdichte. Frucht. Was sagst du? Wie riecht das? Sag deine Noten mal. Riech mal. Was sagst du deine Noten? Fruchtwasser. 18. Geburtstag, Twinty TV. Was kann man sich besseres wünschen? Ich bin 18 Jahre alt geworden. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich 18 Jahre alt geworden bin. Dann hab ich so richtig sausen lassen. Ich bin erstmal in Pornokino gelaufen. Da hab ich mir gedacht, oh, Pornokino, alles Gute, Kinti. Mal so ein Freestyle, genau, so ein 18 Jahre Freestyle. Und ich hau ein Beat runter. Ich hau ein Beat runter und go. Das ist ein Beat, das war verstopft vor. Das ist ein Beat. 18 Folgen, scharf wie ein Messer, jede Folge, keine wird besser, immer weiter wird's gehen. Denn Benny wird in engen Hosen nie stehen. Er wird weiter mit durch die Welt gehen und denken, die wird ihm stehen. Die Sonne scheint, 36 Grad. In die Kamera gucken, bitte. Sonne scheint, 36 Grad. Der Benny hofft, seit er 16 ist, auf ein Bad. Doch, es wird nie geschehen. Er lässt sich einfach versuchen, er lässt sich einfach jetzt komische Fussel stehen. Das reicht. Von mir aus alles Gute zum 18. Geburtstag. Ich gucke euch seit Anfang die allererste Folge schon gesehen. Und habe mir gedacht, hey, dann ich doch einfach mal einen Glückwunsch. Also, alles Gute für euch. Ich hoffe, es wird doch immer für immer weitergehen. Und ja, bleibt sauber. Twinty TV, wenn uns sich immer wieder was Neues einfallen würde. Und zwar ist diese neue Rubrik, die wir jetzt erschaffen haben, heißt Was würdest du lieber? Und bei Was würdest du lieber geht es darum zu wählen zwischen Pest und Cholera. Oder zwischen Pest und Dennis. Also immer sowas. Oder zwischen Cholera und Dennis. Also man kann immer, man bekommt zwei Cola? Fragen. Derjenige, der spielt, bekommt immer vom Gegner zwei Fragen, oder Gegner, das heißt vom Fragesteller, vom Quizmaster zwei Fragen gestellt und der muss sich entscheiden, für was er sich, also er muss sozusagen zwischen zwei Antworten entscheiden. Was würde der lieber? Würde der lieber den Dennis auf den Mund küssen oder würde lieber eine Schnecke aufessen? Dann entscheiden sich die normalen Leute für die Schnecke. Aber so nach dem Motto müssen sich gibt es drei Fragen, müssen sich die Leute immer ganz, ganz schnell entscheiden, oder in dem Fall Dennis und ich, und immer zwischen Antworten geben und begründen, warum wir diejenige Antwort. Lava, Fisch. Diejenige Antwort einfach auswählen. Ist viel Gelaber, aber wir spielen einfach spielen. Und wenn ihr dann Ideen habt im Ende des Videos und sagt, ich würde mal den Dennis oder den Benny die und die Auswahl stellen, dann schreibt es doch in die Kommentare unten rein. Also würdest du Benny? Würdest du lieber das oder das? Oder Dennis, würdest du lieber das oder das? So, Dennis ist vor mich, haut mir das Fett in die Eier und danach wird gespielt. Bam, ciao! Ugh. Würdest du lieber zerquetscht werden oder lieber platzen? Wenn ich dich angucke, dann würde ich lieber zerquetscht werden. Würdest du lieber deinen Kopf in Kotze halten, also richtig schön rinsuhlen? Oder würdest du lieber pissen, dann schön Becher davon einnehmen? Pisse einnehmen.
Willst du lieber Duschgel trinken oder nackt durch Kaufhof laufen? Könnte eher nackt durch Kaufhof laufen. Warum das denn? Haben alle was von. Willst du lieber ein Schildkröte oder ein Elefant? Elefant, weil ich dich ja kaputt treten kann. Okay, du bist. Noch mehr als jetzt schon machen. Du bist ja eigentlich eine Mischung zwischen Elefant und Schildkröte. Stimmt, mit deinem Rüssel habe ich. Ich habe einen starken Panzer. Willst du lieber mit dem Affen rumlecken oder mit mir? Mit dem Affen.